Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Tradergemeinde, herzlich willkommen zum Marktausblick, Salomons Marktausblick, präsentiert von Ihrem Broker von XTW. Mein Name natürlich Stefan Salomon und wir wollen uns noch den Interessenkonflikt und natürlich den Risikohinweis anschauen, wie immer ganz, ganz wichtig. Wir kommen zum Markt, der DAX wieder freundlich. Das heißt, wir sehen den DAX bei der 10.700er Marke, die wir auch soeben knapp überwunden haben. Wir haben hier nochmal die Monatskerzen. Also vom übergeordneten Bild bleibt es dabei. Wir sind gerade an einer wesentlichen Widerstandszone. Und wenn wir uns die Monatskerzen anschauen, dann sind wir noch unten durchaus unterstützt. Das heißt also auch, dass Rücksetzer durchaus auf Kaufinteresse treffen dürften, gerade wenn wir noch mal unter die 10.000er Marke rutschen dürften, ist da nicht unbedingt davon auszugehen, zumindest vom aktuellen Bild der Monatskerzen, dass wir dann hier eine neue Abwärtswelle sehen, sondern diese langen Lunden, auch die weiße Kerze vom letzten Monat, das stützt. Aber was man eben auch sieht, wir haben eine Widerstandszone, wir haben einen Docht an der Aprilkerze und wir haben hier zwei, vor allem eine sehr lange schwarze Märzkerze und das deckelt. Das heißt, rein von den Monatskerzen Unsicherheit und eine Pendelbewegung im übergeordneten Bild wäre also hier anzunehmen. Und das Gleiche zeigen uns die Wochenkerzen. Hier haben wir eine gewisse Unterstützung, aber eben auch Widerstand. So, und diese Unsicherheit spiegelt sich sehr schön im Moment auch in den Tageskerzen hier mit einer Range. Und ja, die horizontalen Marken sind meines Erachtens nach hier relevant. Das heißt, wir haben zwar in der letzten Woche sind wir hier aus so einem Erholungstrend mal nach unten gefallen. Hier konnte man auch, ja, im Prinzip hatte ich das am letzten Mittwoch ja schon angezeigt, dass man also hier durchaus mal eine Short-Position eingehen kann. Aber wir sind dann genau an der Unterstützung bei etwa 10.200, 10.160 Punkten, haben wir wieder gedreht und laufen also jetzt wieder nach oben. Demzufolge hat diese, ja, Erholungstrendlinie verliert da an Bedeutung. Und die können wir im Prinzip dann auch jetzt zum Beispiel löschen. Na, warum geht das nicht? Ist egal. Und dann haben wir die dahin. So, jetzt ist sie weg und wir haben jetzt noch einen kurzfristigen Abwärtstrend, aber meines Erachtens nach, wie ich schon erwähnt, die horizontalen Marken, also entscheidend diese Range. Nur sollten wir natürlich jetzt fast wieder erwarten, hier diese Abwärtstrendlinie, diese sehr kurzfristige Abwärtstrendlinie knacken, auch bei Stundenschlusskurs, hätten wir zumindest weiteres Erholungspotenzial hier an die Oberkante der Range, also in Richtung 11.000 Punkten. Und hier dürfte man eher dann wieder damit rechnen, dass zumindest eine Verschnaufpause oder ein Rücksetzer wieder erfolgt. Also sehr viel Unsicherheit natürlich aufgrund dieser Range. Sollten wir aber wieder erwarten, diese Range natürlich nach oben oder nach unten verlassen, dann hätten wir hier die Möglichkeit, letztendlich diese Schwankungsbreite dieser Range hier zu nehmen und als Kursziel dann entweder nach oben abzutragen. Dann würden wir hier auch über ein weiteres Widerstandsniveau ansteigen. Wir hätten sogar die Chance, in Richtung 11.800, 11.900 Punkte zu laufen und sollten wir also hier noch unten fallen, dann dürften wir also hier diese Unterstützungszone bei 9.400, 9.300 Punkten auch durchaus nochmals testen. Und hier unter Umständen wären dann wieder aufgrund der Monats-, Wochenkerzen und Tageskerzen hier mit Unterstützung hier wieder die Hände aufgehalten und nach oben hin könnten wir dann allerdings hier in diesem Bereich dann auch wieder einen auf den Deckel bekommen. Denn nach wie vor haben wir sehr schlechte Wirtschaftsdaten. Wir haben sehr viel Skepsis natürlich im Markt gegenüber dieser Erholung. Auf der anderen Seite haben wir auch wahnsinnig viel Geld im Umlauf. Wir haben eine Ausweitung der Geldmengen in Europa und den USA. Also die Marktteilnehmer wissen gar nicht, wohin mit dem Schotter.
Und insofern wird in vermeintliche Sachwerte, also auch in Aktien investiert. Also daraus können wir hier auch durchaus einfach mal sagen, okay, die Chance, dass wir hier sogar noch ein bisschen weiter nach oben laufen, die ist durchaus vorhanden. Wenn wir uns jetzt die Stundenkerzen anschauen, vielleicht mal ganz kurz auf die letzte Woche nochmal zurückgeblickt. Wir hatten hier so ein Mini-Dreieck, hatten wir zusammen erarbeitet, mit Ausbruch nach unten. Und diese blaue Linie, das war sozusagen die Kurszziellinie nach Ausbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal, also hier die Schwankungsbreite nach unten abgetragen. Das Ziel ist dann auch sehr schnell erreicht worden, noch übertroffen worden. Wir sind aus diesem Abwärtstrendkanal nach unten gefallen. Also auch hier nochmal ein Verkaufssignal, nachdem wir einerseits aus diesem Erholungstrend nach unten gefallen sind und den dann bestehenden Abwärtstrendkanal nach unten verlassen haben. Und dann kann man eben hier die Schwankungsbreite dieses Trendkanals auch einfach mal nach unten abtragen. So, und dann sind wir eben hier 10.200, 10.160 gelandet. Seitdem wieder der Stimmungsumschwung, schöne grüne, lange Kerzen, heute ein Gap nach oben. So, und damit haben wir natürlich auch die Chance, hier durchaus noch in Richtung des Abwärtstrends zu laufen. So, und da wird es dann knifflig. Also hier könnte man dann schon wieder sehen, dass man so im Bereich 10.760, 80 eventuell auch Teilgewinne wieder mitnimmt, weil eben da auf der einen Seite Widerstand liegt, Teilgewinne mitnehmen, angemeldet oben, dann hätten wir hier natürlich eine weitere Erholungschance. Aber hier in dem Bereich, da würde ich doch dann durchaus mal davon ausgehen, dass hier dann auch eine Pause eintritt. Wirklich negativ würde es erst wieder werden, wenn wir jetzt im Prinzip wieder hier unter dieses Gap wieder zurückfallen würden. Aber dann haben wir hier im Prinzip schon wieder im Bereich 10.400, paar zerquetschte, 10.420 bis etwa 10.300 Unterstützung. Sollte die dann wieder erwarten, nach unten verlassen werden, dann hätten wir hier wieder Abwärtspotenzial. Also fassen wir das zusammen. Wir haben also hier einige Linien, die wir dann natürlich auch wieder löschen können, die jetzt keine Bedeutung mehr haben. Hier diese nach unten abgetragene Schwankungsbreite. Und es ist natürlich auch so, dass die Schwankungsbreite dieses jetzt verlassenen Abwärtstrendkanals nach oben einen Kurs darstellt. Aber das haben wir im Prinzip auch schon abgearbeitet. Also auch dies mehr die große Bedeutung. Und jetzt müssen wir einfach sehen, okay, wir sind nach unten unterstützt. Also leichte Rücksetzer dürfen aufgefangen werden. Hier haben wir schon wieder, ist der Deckel drauf und soweit also zum Markt erst einmal, zum DAX zumindest. Und wir schauen uns dann natürlich auch mal den Dow Jones an. Wir werden uns in der nächsten Sitzung auch mal den S&P 500 anschauen. Also hier aus Sicht der Tageskerzen so ähnlich. Wir haben sehr viel Unsicherheit. Wir haben einerseits, ob man das hier als Range klassifiziert, mit einem möglichen Fehlausbruch, dass man also sagt, okay, wir haben hier eine Range mit einem kleinen Fehlausbruch nach oben. Oder diese Unsicherheit, die sich hier im Markt widerspiegelt mit den alternierenden Rauf- und Runterschwüngen, hier so einen kleinen Fehlausbruch. Oder ob man halt sagt, okay, das ist hier ein umgekehrtes Dreieck. Also auch das ist so ein bisschen, ja, hat mittlerweile auch an Bedeutung verloren. Die Schwankungsbreite hat es wieder etwas nachgelassen. Also dieses Dreieck, dieses umgekehrte Dreieck kann man jetzt unter Umständen auch wieder in die Tonne treten. Und dann haben wir hier eben noch einen sehr kurzfristigen Abwärtstrend. Letztendlich dürfte diese Rangelei zwischen den Bullen und den Bären, das Sitzen so zwischen den Stühlen, Hoffen und Bangen, noch ein bisschen sich weiter fortsetzen. Je nachdem, wie auch die kommenden Konjunkturdaten sind, wie die Virusfallzahlen sich gebären und natürlich dann auch, was so die Notenbanker erzählen und eventuell an Maßnahmen kommen. Wenn also da eine gewisse Hoffnung kommt, Powell meinte ja am Wochenende in einem Interview, dass die Wirtschaft sich sicherlich wieder erholen wird, aber eine grundsätzliche Erholung erst mit Vorlage eines Impfstoffes zu erkennen sein dürfte, weil eben auch die Verbraucher verunsichert sind.
Also sollten wir jetzt vielleicht im zweiten Halbjahr oder nach dem Sommer im Herbst dann erste Erfolge bezüglich Impfstoff bekommen, dann könnten wir also hier durchaus dann auch so eine kleine Hoffnungsrallye vielleicht zum Ende des Jahres sehen. Aber im Moment haben wir hier noch sehr viel Unsicherheit. Das heißt also, ein Ausbau aus der Range trotz alledem wäre natürlich positiv und ein Ausbau nach unten aus der Range hier gerade unter die Das jüngste Wochentief wäre zumindest mal kurzfristig negativ und ebenso wie im DAX könnte ich mir dann vorstellen, dass zwar die Kursziele hier aus der Range nach unten abgearbeitet werden, aber dann schon wieder die Hände aufgehalten werden. Es sei denn natürlich, wir bekommen eine zweite Viruswelle oder irgendwas anderes Negatives, dann könnten wir also hier weiter nach unten rutschen. Demzufolge muss man ganz einfach sagen, also vom aktuellen Bild hier auch in den Stundenkerzen zum Beispiel vom Dow Jones oder vom DAX flexibel bleiben, die kurzfristigen Signale zum Beispiel aus den Stundenkerzen hier durchaus beobachten. Wir haben hier noch durchaus die Chance, dass wir diese Erholung, dass sie sich noch ein bisschen weiter fortsetzt, aber ein übergeordnetes Richtungssignal bekommen wir im Prinzip erst, wenn wir hier aus der Range nach oben oder unten ausbrechen und dann ist auch nur die Schwankungsbreite dieser Range erstmal ein Kursziel und alles Weitere wird uns dann der Markt letztendlich zeigen. So, also nicht so viel nachdenken. Wir hatten am letzten Mittwoch hatten wir auch einen Webinarteilnehmer geschrieben, ob das nicht hier noch unter einer Fehlausbruch wird am Wir haben natürlich jetzt kurzfristige Bewegung auch mal mit Fehlsignalen, aber letztendlich gilt also nicht viel Nachdenken, sondern eben handeln, was wir sehen. Und im Moment sehen wir zumindest eine leichte Erholung. So, kommen wir zu einer Sache, die aber sehr gut läuft, und zwar das ist der Goldpreis. Also keine große Änderung in den Monatskerzen. Wir haben mit dieser Aprilkerze mit dem Monatsschlusskurs knapp an den Dochtspitzen schon eine gewisse Aufhellung. Wir haben einen Ausbruch aus einem Aufwärtstrendkanal. Wir haben eine Vervielfachung, eine Verdoppelung der Notenbankbilanzen. Die Bank of America Global Research, die gehen davon aus, dass in 18 Monaten der Goldpreis bei 3000 Dollar steht. Flucht in Sachwerte, Flucht in Gold aufgrund der Geldentwertung. Ob das so kommt, sei mal noch dahingestellt. Aber wir haben charttechnisch die Chance, dass die Schwankungsbreite des Aufwärtstrendkanals hier nach oben abgetragen werden kann. Also wir haben ein Kursziel um 2.000, 2.100 Dollar. Und im Moment sehen wir hier auch keinen großen Rücksetzer. Die Monatskerzen, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Trading-Signal. Aber sie zeigen doch die übergeordnete Stimmung an, die eben derzeit positiv ist. Und wenn wir uns hier die Tageskerzen anschauen, dann hatten wir hier so ein Mini-Dreieck, welches wir zum Ende der letzten Woche noch nach oben verlassen konnten. Wir haben jetzt auch eine Range mit einem neuen Hoch nach oben verlassen. Das heißt, wir haben hier drei Kursziele. Das erste Kursziel ist die Schwankungsbreite der Range an die Oberkante des Dreiecks, die Schwankungsbreite des Dreiecks natürlich und die Schwankungsbreite der Range. Beide Differenzen können wir also hier dann dementsprechend abtragen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier die Schwankungsbreite des Dreiecks an das Ausbruchsniveau des Dreiecks abtragen, kommen wir auf einen Kursziel von um die 1.800 Dollar. Dann können wir die Schwankungsbreite der Range noch nach oben abtragen an das Ausbruchsniveau. Damit liegt das Kursziel hier nochmal etwas höher. Und weiteres Kursziel ist jetzt die Oberkante hier des Aufwärtstrendkanals. Und da kann man ein bisschen drüber streiten, ob man hier zum Beispiel die Schwankungsbreite an das, also hier sozusagen durchzieht, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Hoch und da haben wir nochmal zwei Hochs, die zwar auch nicht mehr die Rückkehrlinie erreichen, aber demzufolge hätten wir also hier ein erstes Kursziel aus Sicht der Trendanalyse, was dann wieder korrespondiert mit dem Kursziel aus dem Dreieck und der Range. Also so die 1800, 1810 sind da recht wahrscheinlich. Und das Best-Case-Szenario wäre dann noch, dass wir hier in Richtung 1890, 1900 Dollar laufen.
Das wäre also die obere Kante des Aufwärtstrendkanals. Demzufolge gilt gute Chance nach oben. Und Rücksetzer sind im Goldpreis eher aufzufangen. Wir haben hier die Stundenkerzen auch sehr schön im Prinzip in der letzten Woche hier dieses Kaufsignal. Also das war es wie im Lehrbuch exemplarisch. Lange grüne, lange positive Kerze bricht aus einer Formation nach oben aus. Was wollen Sie mehr? Dann geht man halt hier, nimmt man die leichten Rücksetzer und da kauft man Stoppkurs und ein Supertrendindikator ist immer noch dabei. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch einen Stoppkurs hier zum Beispiel unter den mittleren Bereich der weißen Kerze oder unter das Tief der letzten grünen Kerze, der letzten längeren grünen Kerze legen. Und dann wäre man halt hier auch beim Supertrendindikator, wenn man natürlich jetzt eine größere Position noch eingehen möchte und sagt, nee, der Stopp ist mir zu weit, dann kann man das Ganze hier auf 5 Minuten Kerzen runterbrezeln und sagen, okay, dann versucht man eben unter Chance-Risiko-Aspekten jetzt einen leichten Rücksetzer eher versuchen aufzufangen, dass man dann hier solche kurzfristigen Trends, solche kurzfristigen Abwärtstrends, sofern sie sich denn bilden sollten, dann bei Break zum Beispiel zu kaufen. Das heißt also im Moment haben wir es hier etwas schwieriger. Hier können wir keinen vernünftigen Trend anlegen, aber wir können natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Unterstützung irgendwo kreieren, das heißt also, wenn wir jetzt hier eine Unterstützung haben, hier im Bereich 1760, und wir an der Unterstützung wieder eine lange Lunte bekommen, ein Morningstar oder irgendwas anderes, dann kann man also hier versuchen, eher die Rücksätze aufzufangen. In den 5-Minuten-Kerzen zum Beispiel, immer dann, wenn der Supertrend-Indikator eher per Definition eine Abwärtsbewegung anzeigt, aber in den Stundenkerzen immer noch der Supertrend aufwärts gerichtet ist, dann kann man zum Beispiel sagen, okay, im Bereich der Gegenbewegung, hier zum Beispiel auch eine W-Formation mit Ausbruch nach oben, da versucht man dann hier im Prinzip diese Rücksetzer aufzufangen und so kann man das weiter eigentlich auch halten, weil wir eben entsprechend die Kursziele nach oben hier haben. Und negativ würde es werden aus Sicht der Stundenkerzen zum Beispiel, wenn wir also hier unter das Tief einer langen grünen Kerze wieder zurückfallen würden. Und das würde dann auch in Verbindung stehen mit dem Supertrend-Indikator auf Stundenbasis, wenn der also hier unter die 1745 läuft. Dann hätten wir doch hier deutliche Gewinnmitnahmen, die sich dann unter Umständen sogar weiter fortsetzen. Also der Goldpreis nach wie vor sehr interessant. Dann kommen wir zum Ölpreis. Die Ölpreise sind auch weiter angestiegen. Also auch hier die Hoffnung auf eine weitere Lockerung oder dass die Lockerungsgeschichten dazu führen, Luftfahrt, Touristik, Reiseverkehr, Industrie etc. Also demzufolge haben wir hier einen Ausbruch aus einer Range nach oben und müssen ganz einfach sagen, okay, wir nehmen hier die Schwankungsbreite der Range, können wir jetzt nach oben abtragen, kommen wir also wieder in den 40er Bereich und wir sehen, dass hier auch brennt und demzufolge, also hier so eine kleine Range nach oben verlassen, hätten wir also hier durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial. Und natürlich hier ist auch ein sehr breiter Abwärtstrendkanal nach oben verlassen worden. Also letztendlich die Shorties müssen jetzt eindecken. Wir haben hier sicherlich noch die Chance, beziehungsweise sicherlich kann man an der Börse natürlich nie sagen, aber wir haben zumindest die Chance, dass wir also hier im Öl weiter nach oben laufen. Ja, wann wird hier wieder gerollt beim WTI? Also, da habe ich jetzt den Kalender auch nicht gerade vor Augen, wenn wir das hier sehen. Wir haben hier den Mai-Future, hatten wir hier gerollt. Das heißt, man muss das einfach einen Monat nach vorne setzen und dann hat man etwa wieder den Termin. Dürfte also auch nicht mehr so lange dauern. Werde ich Ihnen am Mittwoch nachliefern. Gut.
Dann haben Und wir haben Tochter, die eine gewisse Verkaufsneigung anzeigen. Also könnte man auch davon ausgehen, dass über die 1,08 60 schon im Bereich 1,08 80 90 dann wieder verkauft werden und auf der anderen Seite Rücksetzer aber hier auf Kaufneigung treffen. Interessant ist das aber trotzdem natürlich weiter zu beobachten, weil je länger so eine Range andauert, desto größer der Sprung stattfindet. Und sollten wir jetzt einen Tagesschlusskurs hier in diesem Luntenbereich finden, also so um den Bereich 108, 179, 078 Tagesschluss finden, da kann man natürlich ein bisschen drüber zum Tag hören, einen Tag Schlusskurs finden. Die Kurse also nicht mehr nach oben sich retten können, dann kippt unter Umständen die Stimmung und wir könnten dann eher auf einen Ausbruch nach unten wettern, also dann auch ein paar Stunden Schlusskurs. Umgekehrt sollten wir also hier über etwa 1,0860 auszubrechen und wieder nach oben zu laufen. Also man sollte jetzt nicht einfach blind hier in diesem Bereich verkaufen, sondern kaufen, sofern wir hier wirklich wieder neue Verkaufssignale, zum Beispiel in den Stundenkerzen bekommen oder Kaufsignale hier in den Stundenkerzen, lange Lunten, lange Dochte, Break von Intraday-Trends, das meine ich damit. Sollten wir aber hier eben keine fortsetzen wir also hier diese breite Unterstützung nach unten getestet werden könnte und sollten wir also mit sehr schwachen Wirtschaftsdaten in der Eurozone oder dann auch mit dem Risiko oder der Angst vor einer Italien-Pleite hier nach unten driften, ja, dann könnten wir also hier tatsächlich deutlich abwärts marschieren. Und auf der anderen Seite sollten wir uns hier wieder mit einer langen Lunte erholen, dann hätten wir vielleicht sogar eine Rettung nach oben. Aber eben, man kann das immer sehr schön verbinden, die Tages- und die Wochen- und die Monatskerzen. So, und wenn wir uns das hier das Bild anschauen, dann bröckelt das schon so ein bisschen. Und demzufolge sollten wir also in den Tageskerzen hier ein Verkaufssignal bekommen. Oder dann eben hier auch in den Stundenkerzen ein Verkaufssignal. Zum Beispiel in den Stundenkerzen wäre das jetzt der Fall, wenn also hier ein sehr, sehr kurzfristiger Aufwärtstrend sozusagen nach unten verlassen wird. Dann kann man ja hier die Schwankungsbreite nach unten abtragen. Das heißt, wir hätten dann die
Chance, dass wir auch hier diese Unterkante dieser kleinen Range nochmal testen. Und alles, was darunter fällt, wäre dann im Prinzip nochmal aus Sicht der Tageskerze interessant. Also interessant, das zu beobachten, aber im Moment bietet sich da nicht unbedingt ein, ja, ein Handelssignal an. So, dann bekomme ich jetzt hier nochmal die Meldung, nochmal zurück zum Ölpreis. Also vielen Dank an den Webinarteilnehmer. Heute am 18. Mai ist letzter Handelstag des WTI-Juni-Kontraktes. Also vielen Dank dafür. So, dann, da könnten sich auch einige Marktteilnehmer ein bisschen verschätzt haben, weil vielleicht haben die dann auch darauf gewettet, dass der Juni-Kontrakt genauso in die Grütze geht wie damals der Mai-Kontrakt. Und schauen wir mal. Aber Ölpreis haben wir besprochen. Wir gehen mal weiter zum Devisenmarkt. Also wir haben hier auch viele Währungen, die so ein bisschen seitwärts laufen, die aber interessant sind zu beobachten, wie hier zum Beispiel der südafrikanische Rand. Und wir haben hier eine sehr starke Aufwärtsbewegung, seitdem eine Seitwärtsbewegung in Form eines symmetrischen Dreiecks. Das ist in der Regel immer ein sehr schönes Signal, wenn Formationen nach oben oder unten verlassen werden. Also sollten wir jetzt hier zum Beispiel auch in den Stundenkerzen sehen wir das im Prinzip schon, dass diese leichte Erholungsbewegung jetzt so ein bisschen nach unten knickt. Sollten wir also hier zum Beispiel auch unter diese dort Spitzen fallen bei 18,26, dann hätten wir eher die Chance, das Dreieck mal nach unten zu verlassen und weiter negativ würde es dann werden, wenn wir hier unter dieser Unterstützung rutschen. Aber der südafrikanische Rand eigentlich sehr, sehr schwach. Also müssen wir schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Auch die türkische Lira, aber da sehen Sie hier zum Beispiel, hatten wir schon eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Dann so die letzte grüne Kerze. Wenn dann so eine lange grüne Kerze, lange positive Kerze nach einem längeren Aufwärtstrend das Tief unterschritten wird mit Break, Abwärtstrend, dann ist das im Prinzip dann schon ein Stimmungsumschwung. Sehen wir also jetzt im Moment türkische Lira. Muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein bei diesen Bewegungen, weil da durchaus so im Markt das Gerücht umgeht, dass eben auch die arabischen Staaten, Saudi-Arabien etc. oder auch China, die Türkei da durchaus unterstützt. Und demzufolge also sind da auch mal kurzfristige Bewegungen in die eine oder andere Richtung durchaus machbar. Dann US-Dollar, kanadischer Dollar. Auch noch kein Handelssignal. Wir haben ja ein fallendes Dreieck und eine Range, also Signal jeweils bei Ausbruch. Dann hatten wir den US-Dollar zum japanischen Yen und da muss man sagen, wir haben ja den Ausbruch aus diesem eine gewisse Eintagsfliege, aber die stützt derzeit noch. Das heißt also, wir haben hier noch eine Unterstützung im Bereich dieses Tiefs dieser langen grünen Kerze. Also solange das nicht nach unten verlassen wird, haben wir hier durchaus nochmal die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung. Und ja, da muss man dann halt sich auch den japanischen Yen, kann man sich hier auf Tagesbasis zum Beispiel hier gegenüber dem Euro. Aber solange natürlich im Euro zum US-Dollar nichts passiert, dann läuft das so ähnlich wie halt US-Dollar, japanischer Yen oder britisches Pfund, japanischer Yen im Moment hier in H4 ein recht schwaches Bild. Das heißt, wir haben hier eine Unterstützungszone erstmal nach unten verlassen, war ein erstes Verkaufssignal, wieder zurückgekehrt, nochmal mit einer langen roten Kerze nach unten verlassen, wieder ein Verkaufssignal. Also manchmal braucht man dann auch mal zwei oder drei Versuche, bis man hier in einen Trend hineinkommt. Und das wäre jetzt im Moment der Abwärtstrend. Und wir haben also hier das Ziel, die Rückkehrlinie dieses Abwärtstrendkanals stellt also im Moment noch das Kursziel dar. Dann auch nochmal ganz interessant, australischer Dollar zum US-Dollar, zumindest eine Range, Break, Abwärtstrend. Das heißt also hier diese leichten Rücksetzer, diese kann man noch so ein bisschen als technische Reaktion betrachten. Solange wir hier also nicht aus dieser Range nach unten herausfallen, hätten wir hier durchaus die Chance nochmal auf eine neue Erholung. Und das wird dann auch nochmal interessant für den neuseeländischen Dollar. Wir haben hier drei rote, längere Kerzen.
Damit könnte das Potenzial nach unten aber auch schon wieder abgearbeitet sein. Also hier eher Teilgewinne mitnehmen, sofern man hier so eine kleine Short-Position aufgrund dieser M-Formation hat. Sollte man dann natürlich hier nach unten fallen, hätten wir weiteres Abwärtspotenzial entsprechend der Schwankungsbreite dieser Range, die wir jetzt in den letzten Tagen hier ausgebildet haben, ne? Also hier haben wir im Prinzip eine Range, da kann man auch drüber streiten, ob man die halt etwas höher setzt oder nicht. Also hier nochmal bis an die Spitzen. Oder ob man halt die versucht, die Mehrzahl der Kerfen, haben wir jetzt hier so eine sehr, sehr, sehr kurzfristigen Abwärtsbewegung, auch in den Stunden. Dann muss man hier sehen, okay, also zum Beispiel einen sehr kurzfristigen Abwärtstrend. Kanal. Und wenn der jetzt zum Beispiel hier nach oben verlassen wird, dann hätten wir hier auch die Chance, wieder innerhalb der Range letztendlich die Erholung weiter fortzuführen. Gerade wenn dann das Hoch einer roten dieser Erholung weiterzuführen, sollten wir hier natürlich wieder nach unten abprallen, hätten wir hier ja, das Ziel, das war also zumindest die jüngsten Tiefs nochmals testen. Aber der Devisenmarkt im Moment durchaus etwas schwieriger in der Gesamtheit zu handeln. So lesen dann die Möglichkeit, Bitcoins zu schürfen, halbiert wird. Die Schürfung ist ja nicht pro Bitcoin, sondern mehr oder weniger pro Block. Und bis zum 11. Mai konnten die Schürfer sozusagen pro Block 12 Bitcoins waren es, glaube ich, oder 12,5 12,5 Bitcoins schürfen. Jetzt sind es dann nur noch 6,25 Bitcoins, die pro Block geschürft werden können. Damit könnte sich das ein bisschen das Angebot Bitcoins verringern. Die Schürfer, die sind wahrscheinlich in Erwartung dieses Halving dann am 11. Mai, 12. Mai eher zurückgekommen sind. Jetzt sind wir wieder in Richtung der jüngsten Tops gelaufen. Wir haben auch die Zehntausender-Marke hier durchaus mal überschritten. So vom Bitcoin muss man aber sagen, das ist halt eine sehr, sehr spekulative Geschichte. Aber in der Bitcoin-Szene selbst sind natürlich auch viele, die einen Zusammenbruch des kapitalistischen Wirtschaftssystems, so wie wir es kennen, erwarten, beziehungsweise halt eine sehr starke Geldentwertung. Es gab dann auch bei dem letzten Block, der da geschürft wurde, zu den alten Bedingungen sozusagen, gab es dann so eine Art kryptische Mitteilung des Bitcoin-Erfinders, eines Japaners, mit Hinweis eben auch auf die, wenn ich mich recht entsinne, auf die US-Notenbank und die Bilanzsumme. Also die Stimmung scheint für den Bitcoin weiterhin da zu sein, solange wir also jetzt hier auch gewisse Krisenmodalitäten haben, solange dass die Bilanzsummen der Notenbanken ansteigen, ja, und demzufolge scheint der Bitcoin hier also unterstützt zu sein. Das heißt, man kann also hier durchaus sagen, wir haben hier auch charttechnisch die Mitte einer langen grünen Kerze als Unterstützung nochmal bestätigt bekommen. Das heißt, sollten wir also hier nochmal ein bisschen zurückkommen, dürften hier eher die Hände wieder aufgehalten werden und ein neuer Hype könnte so ein bisschen entstehen, wenn wir halt hier über diese Widerstandszone ansteigen. Dann hätten wir hier durchaus die Chance, dass wir dann also hier zumindest mal die jüngsten Tops sehen. Das sind natürlich nicht die Allzeithochs, sondern dass wir hier
oder weiß ich gar nicht, sind das die Allzeithochs? Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Dass wir hier zumindest noch mal weiter nach oben laufen. Also Rücksetzer durchaus auf Kaufsignale beobachten und ein Ausbruch über die Widerstandszone wäre dann also hier für den Bitcoin auch durchaus nochmals positiv. So, das war's mehr oder weniger. Wir schauen uns gleich nochmal den DAX an, aber zu guter Letzt nochmal einen Blick auf die Wirecard-Aktie. Also die negativen Nachrichten reißen eigentlich nicht ab. Charttechnisch haben wir weiterhin das Risiko, Richtung 60 Euro zu fallen. Und das heißt also, wer hier versuchen sollte oder meint, dass das ein ausgebombtes Niveau ist, sollte dann weiterhin meines Erachtens nach sehr vorsichtig bleiben. Die letzte Meldung war, dass in Saudi-Arabien war es, glaube ich, ein Partner, ja, das Geschäft mehr oder weniger aufgibt. Also das ist schon etwas kurios, muss man sagen. Und demzufolge würde ich eher davon ausgehen, dass Erholung weiterhin auf Widerstand treffen, auch von einem Chartbild. Erholungen sind verkauft worden. Wir haben hier neues Tief, bestätigt die Abwärtsbewegung und demzufolge sind also Erholungen hier eher weiter auf Verkaufssignale zu untersuchen. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum deutschen Aktienindex, der also an die 10.740 jetzt gelaufen ist. Also wir sind hier noch ein bisschen höher gelaufen. Das sind hier leicht verspätete Kurse. Also grundsätzlich, wir sind jetzt kurz vor dieser Abwärtstrendlinie und hier kann man dann auch durchaus mal Gewinne mitnehmen, Teilgewinne mitnehmen. Ob man hier schon short geht, sind wir noch dahingestellt. Wir haben jetzt hier so eine kurze Aufwärtsbewegung und wir haben hier in den 15 oder auch Stundenkerzen hier einen sehr kurzfristigen Aufwärtstrend und solange dieser jetzt zum Beispiel intakt ist, kann man also zumindest, ja, muss man jetzt nicht unbedingt hier eine Short-Position erwägen, weil das ergibt hier auch ergibt sich dann noch kein regelkonformes Signal. Meine Damen und Herren, Ihnen viel, viel Erfolg in dieser Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, Ihr Stefan Salomon.